Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Und das letzte Mal sind wir irgendwo stehen geblieben. Und anscheinend sind wir jetzt auf der Siegestraße. Das heißt, wir werden bald die Top 4 erreichen und ich denke mal, hier geht's weiter. Mal gucken, ob die Pokémon schon geheilt sind. Ja, das sind sie. Und Nick ist hier, denke ich, am effektivsten zum Vorankommen. Natürlich hoffe ich, dass hier nicht allzu viele, oder dass wir schon Superschutz drin haben, aber das scheint auch so, sonst wären wir bestimmt schon einen Pokémon begegnet. So, hier geht's schon mal nicht mehr. Soviel ich weiß, kann man da, wenn man seitlich den Berg runter geht, runterrutschen. Ich gehe jetzt erstmal einfach den Weg hier weiter. Und möglichst alle Trainer mitholen, da wir versuchen, unsere Pokémon möglichst hoch zu trainieren für die Pokémon-Liga. Ich denke, so 45 bis 48 wird in Ordnung sein. Und ein Quick-Lap. Level 44 ist ganz gut, gibt dann wenigstens viel Erfahrung für unseren Nick. Natürlich ist dann auch das Problem, dass der Gegner stärker ist, aber ich denke, das wird okay sein. Aber okay, ich habe nicht gewusst, dass er das Elektro attacken kann. Überlebt gerade so, aber das ist kein Problem, da wir jetzt einfach die Wasserdüse benutzen. Und dann dürfen wir auch, ich denke, fast ein Level-Up haben. Ja, wohl ging. Flampion ist Feuer-Pokémon, denke ich mal, nach dem Namen nach. Und da dürfte es die Wasserklinge tun. Die Kalkklinge. Obwohl es mich verwundert, dass es um einiges schneller ist als ich. So, da hätten wir schon mal Level 44. Panawatz, keine Ahnung, was es ist. Okay, da tauschen wir zu Elaspin. Na, das ist doch nichts. Ich hoffe jetzt nur, dass durch den Tausch nicht gerade Elaspin direkt besiegt wird. Jawohl, Ringtanz ist ja okay. Es ist zwar schneller als wir, aber Donner. Oh, obwohl wir sind sogar schneller, aber ich glaube, das sind Bodenpokémon, dadurch hat es keine Wirkung. Ambeleuchte ist auch relativ schwach. Dann tauschen wir zu Nick wieder. Durch den Ringtanz sind ja unsere Attacken stärker geworden, das dürfte gehen. Und direkt eine Schallklinge hinterher. Ich muss sagen, für einen einzigen Trainer war das schon ziemlich viel Erfahrung. Aber sicherheitshalber nehme ich mal einen Trank. Haben wir noch einen Supertrank, das wäre cool. Übertrank. Ja, da haben wir auch noch einige. Wäre aber ziemliche Verschwendung. Na, jetzt haben wir Bomben wollen wir nicht. Komm, wir werden doch bestimmt noch irgendwo einen Supertrank haben. Ein Tafel Wasser macht es auch. Ist auch schon der Schutz ausgelaufen. So, jetzt müssen wir erstmal den Schutz finden. Der war doch hier dabei. Oder ist er hier? Müsste er dann. Da war nicht dabei, dann ist er hier dabei. 13 Stück. Das wird knapp. Ich glaube, das reicht gerade so noch für die Ebene hier. Für die Siegestraße. So, da gab es einen Hyperheiler. Ich bezweifle aber, dass wir da runter müssen. Deswegen gehen wir hier lang.
Zwei Dinger, deswegen gehe ich hier runter. Genau, das war sogar richtig. So, wo sind wir hier? Erstmal hoch. Das sind wir da, wo wir gerade waren. Vielleicht müssen wir doch auf der anderen Seite runterrutschen. Ah, erstmal versuche ich es hier. Ja, war sogar richtig. So, was haben wir hier? Ein Stallobor. Dürfte sogar recht viel Erfahrung geben für uns. Bekämpfst es einfach mal. Und es ist ein One-Hit. Mal schauen, wie viel Erfahrung es gibt. 1200 lohnt sich auf jeden Fall. Und direkt der nächste Trainer. Die Leute, die hier vorbeigekommen sind, die unterschiedlichen Charaktere. Es macht Spaß, sie zu beobachten und gegen sie zu kämpfen. Ich muss sagen, eigentlich fand ich die Siegesstraße von der Silber-Edition um einiges schwerer. Kann mich natürlich auch täuschen, da das länger her ist und auch viel schwerer durchzukommen. Ein Prokolos. Dürfte eigentlich One-Hit sein, wenn es denn nicht diese Passiv hätte, dass es kein One-Hit sein kann. Oh, hält sogar einiges aus, oder? Besiegt uns sogar fast. Dann greifen wir mit der Wasserdüse an, das dürfte auf jeden Fall reichen. Und die Erfahrung stimmt bestimmt auch. Ja, das ist auf jeden Fall einiges. Nassschweif. Jetzt ist die Frage, vergesse ich was für ein Nassschweif? Was kannst du denn? Ich guck mal kurz nach. Okay, ich habe jetzt kurz nachgefragt und wir werden Nassschweif nicht erlernen. Zablaran kommt rein, dafür nehmen wir unseren Renekton. Der dürfte eigentlich ganz leicht, relativ leichtes Spiel haben. Schaufler dürfte eigentlich am besten sein. Oh, Tragenblau. Und es hat Schwebe. Das ist natürlich doof. Ich versuche es einmal mit Knirscher. Mal gucken, wie viel das abzieht. Ist eigentlich ganz okay. Ich würde schon gerne die Erfahrung auf den Necken haben. Und da Zablaran nicht so viel Damage macht, können wir es jetzt einfach durchziehen. Solange er keinen Volltreffer trifft, natürlich. Oh, 5000 Erfahrung, das ist ja ziemlich viel. Ich glaube, durch unser Glücksei. Normal wären es so 3000 gewesen, denke ich. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall, können wir Nick schon mal austauschen. Da Nick ja jetzt genug Erfahrung oder Level schon bekommen hat. Jetzt nochmal ein Top- oder Hypertrank hätte ich gern. Überheiler. Pekus. Kummelmilch. Naja, Kummelmilch ist auch okay. Macht zwar nicht ganz voll, aber ich denke, die paar HP werden wir jetzt nicht benötigen. So, geht's schon mal hoch. Jetzt ist die Frage, geht's hier runter? Ah, da hätte man Abkürzungen uns machen können. Naja. Das ist, denke ich, jetzt nicht so wichtig. Nochmal einen Superschutz rein. Und dann geht's weiter. Oh, da haben wir sogar die Siegesstraße schon geschafft.
Aber da soll ein Item liegen, deswegen wollen wir uns das holen. Und den ganzen Weg zurück. Und das auch noch ein Item. Drachenklau brauchen wir leider nicht, da unser Timon das schon hat, aber es ist natürlich immer nützlich, es dabei zu haben. Na, komm her. Okay, haben wir schon besiegt. Leider. Heilen wir unsere Pokémon noch mal kurz. Und dann gehen wir Richtung Ausgang. Hoch müssen wir. Jetzt würde ich doch eigentlich gerne schauen, was es hier gab. Hier gab es ja noch ein. Ah ne, hier brauchen wir auf keinen Fall lang zu gehen. Aber was gab es denn hier? Ich rutsche jetzt einmal noch hier runter. Und nochmal einen Superschutz rein. Da oben gab es das Item, okay. Die Frage, wie kommen wir an das Item ran? Auf jeden Fall, Calcium haben wir schon mal dabei. So, was gab es hier? Hier gab es nichts Besonderes. Dann gehen wir einfach jetzt aus zum Ausgang. Und ja, genau. Ich glaube, an das andere Item kommt man nur, wenn man Stärke dabei hat. Dann können wir nämlich das Loch füllen und drüber gehen. Schutz wird nicht mehr, ist aber auch, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Oh, ein wildes Fermicula. Besiegen wir das einfach mal kurz. Mal schauen, wie viel Erfahrung das gibt. Dann kann man hier im besten Fall noch trainieren. Das soll es jetzt eigentlich gewesen sein. Und werden es auch geschafft. Gibt sogar recht viel Erfahrung, besonders mit dem Glücksei. So, jetzt aber Richtung Ausgang. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch ein Gebiet kommt oder ob wir direkt in der Pokémon-Liga sind. Wir sind direkt in der Pokémon-Liga. Ist natürlich schade, dass wir jetzt so wenig Erfahrung bekommen haben in der Siegestraße. Denn unsere Pokémon sind doch recht untertrainiert. Und das für die Pokémon-Liga sollten sie doch schon meiner Meinung nach 45 sein. So, hier gibt's nichts. Hier gibt's, glaube ich, das Geschäft und Pokémon-Center, genau. Machen wir einmal unser Pokémon fit. Über den Pokerus ist noch wenig bekannt, außer dass ein Mikroorganismus der Pokémon befällt. Sind deine Pokémon infiziert, wachsen sie besonders gut. Also, was habt ihr die jetzt gesagt? Würde mich mal interessieren. Vielleicht sagt ihr uns das nochmal. Hoffentlich kommst du online. Okay, sie hat's. Irgendwas hat sie uns erwähnt. Ich glaube, dass wir irgendwas besitzen. Irgendwelche Pokéball brauchen wir nicht. Aber hier könnten wir mal noch ein paar Tränke kaufen.
ist top genesen, holen wir einfach ein paar. Top Belieber können wir glaube ich nicht kaufen, aber normale Belieber reichen auch. Ich denke kaum, dass wir so viel brauchen, aber besser, wir haben sie dabei als nicht. Und noch ein paar Hyperheier. Falls es die überhaupt gibt, ja doch hier. Ja, eins wollte ich jetzt nicht kaufen. Und den holen wir einfach mal ein paar mehr mit. Und nochmal ein paar Superschütz. Na, okay, brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Aber jetzt eh trainieren gehen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Ich gehe jetzt noch, denke ich, 20 Minuten trainieren. 5 Minuten, nicht 20. Die Pokémon-Liga ist ein Ort, an dem nur ein einziges Gesetz gilt. Das des Stärkeren. Und Stärke beweist man hier am besten, indem man die Top 4 und den Champ besiegt. So einfach ist das. Die Top 4 kann einen jeder zum Kampf herausfordern und erst wenn du sie alle bezwungen hast, gibt sich auch der Champ die Ehre. Aber Vorsicht, hast du erst einmal den Fehdehandschuh geworfen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Gefechte zu deinen Gunsten entscheiden oder durch eine Niederlage ausscheiden. Lässt es dein Glück versuchen? Natürlich nicht. Aber doch noch ein bisschen uns vorbereiten müssen. So, hier können wir noch nicht trainieren, aber ich denke hier. Und nochmal ein Famicula. So was mit der Dampfwalze. Mal gucken, wie effektiv der eigentlich ist. Der ist jedoch recht selten benutzt. Okay, Kerberbiss ist sehr effektiv. Dann benutzen wir doch lieber mal den Schaufler. Nicht, dass wir jetzt noch besiegt werden. Und wie viel Erfahrung gibt's? So, da brauchen wir noch dreimal. Und da kommt direkt das nächste Pokémon. Und dann natürlich nochmal Famicula. Benutzen wir diesmal direkt Schaufler. Irgendwie habe ich so ein schlechtes Gefühl jetzt. Knirsche, ah, der Gift müsste effektiv sein, Gott sei Dank. Und nochmal den Schaufler, aber es hat unsere. Ah, ne, okay, passt alles. Oh, zum Glück haben wir die Attacke abgewehrt, jetzt. Dann können wir auch mit der Dampfwalze den Kampf wenden. Noch ein Kampf. Und da ich jetzt nicht extra für einen Kampf runterlaufen möchte zum Heiler, nutzen wir doch einfach mal einen Trank. Ach komm, Kumo Milch ist in Ordnung. Obwohl ein Linfu könnte uns eigentlich besiegen. Da gehen wir lieber kein Risiko ein und tauschen das Pokémon aus. Unsere Timon könnte auch noch gut Level brauchen. Versuchen wir es einfach mal mit der Drachenklaue zu wenden. Oh, ist sogar sehr stark. Und da hätten wir es besiegt. Ja gut, 200 Erfahrung ist jetzt nicht so viel. Aber dafür ist unser Renekton jetzt auf Level 45. Dann hätten wir das hier schon mal recht. Dann wende ich jetzt hier den Part. Und die nächste Folge seht ihr dann bei Killian.
Wir werden wahrscheinlich jetzt auch noch offscreen die ganzen Pokémon auf Level 45 bringen. Und ich... wahrscheinlich tun wir eh die nächste Folge dann zusammen aufnehmen, um die Top 4 zu besiegen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich und wir sehen uns.